Willkommen zu Claustrophobia, einem ganz besonderen Kaizo-Hack, der nämlich aus 96 Leveln besteht. Das klingt erstmal ziemlich krass, ist es auch, aber nicht mehr ganz so, wenn man dazu sagt, dass es sich dabei um Level handelt, die jeweils nur aus einem Bildschirm bestehen, also One-Screen-Level. Es ist allerdings kein Puzzle-Hack, könnte man ja denken, weil man durch Mario Maker One-Screen hauptsächlich mit Puzzle in Verbindung bringt. Aber das ist es nicht. Es geht um Platforming-Challenges, um harte Tricks, die man in normalen Leveln nie antreffen würde, weil sie einfach viel zu krank wären. Ich bin sehr gespannt, wie mir der Hack gefällt, weil normalerweise bin ich ja überhaupt kein Fan davon, wenn man Sachen auf engem Raum performen muss, ja, wenn man sich ständig die Rübe anhaut und Marios Pixel durch irgendwelche Spike-Hitboxen quetschen muss. Gleichzeitig ist es eine Chance, mein Gameplay zu verbessern, also meine Präzision zu erhöhen, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich ab und zu mal ein bisschen schludrig spiele, weil ich eben damit durchkomme. Aber das wird in diesem Hack definitiv anders sein. Los geht's! Wir machen als erstes das Tutorial, würde ich mal sagen, und den Timer starte ich dann, wenn das Spiel losgeht. Ich habe mir gedacht, ich mache mal einen Timer für diesen Hack, weil ich mir vorstellen kann, dass ich größere Teile auch mal rausschneide. Ja, wenn ich jetzt zu lange an einem einzelnen Raum hänge und es nur noch darum geht, dass ich ihn schaffe, aber eigentlich schon weiß, wie es funktioniert, dann dann werde ich das rausschneiden. Willkommen! Dieses kurze Tutorial wird dir ein paar Dinge zeigen, die du in diesem Hack vorfinden wirst. Achtung! Dieses Tutorial zeigt dir nicht irgendwelche Tricks, sondern stattdessen, weil es halt ein Kaizo-Hack ist, geht er davon aus, dass der Spieler schon ein solides Grundwissen hat, wie Super Mario World funktioniert. Spricht er von mir? Ich weiß alles. immer wenn Mario offscreen geht, dann erscheint ein Fragezeichen, ein Ausrufezeichen und zeigt die horizontale Position an. Finde ich gar nicht mal so hilfreich, weil klar, man weiß ungefähr, wo man ist, aber das sagt einem nichts darüber aus, wann man wieder in den Bildschirm reinkommt oder wie schnell man sich bewegt. Es kann auch für Sprites eingesetzt werden, ist aber eher selten. Wenn ein P-Switch aktiv ist, dann erscheint ein Indikator unten links in der Bildschirmecke. Okay. Probieren wir doch mal ein paar Sachen aus. Alles klar, dieses blaue Ding da, das ist sehr schön. Dann muss man sich nicht immer die P-Switch-Mucke anhören. Das ist aber hart für ein Tutorial. Stopp! Oh. Dieser Block ist solide für Sprites und nicht für Mario. Hoppla! Ja, das ist ein ziemlich bekannter Block, wenn man sich häufiger mit Hacks beschäftigt. Achso, der dreht da um. Ja, natürlich. Und was ich richtig nice finde, ist, dass die Musik weiterspielt, wenn man Pause drückt. Was man bestimmt häufiger mal machen kann. Achso, hier ist zu. Natürlich musste der Wiggler nochmal umdrehen. Wieso ist er so langsam? Das ist das Fiese an Spinies. Die tun immer so langsam. Ich sterbe im Tutorial. Ist das nicht nice? Jesus Christ, dieser Wiggler. Ja, lieber nochmal absetzen. Ich meine, hier hat man jetzt noch relativ viel Platz, ne? Aber ich glaube, das ändert sich. Orangene Blöcke werden verschwinden, wenn sie von unten getroffen werden oder von einem Panzer. Aha, danke für die Demonstration. Oh, okay, das ist so gedacht. Man schnappt sich den Panzer und macht dann einen Shelljump da hoch. Jetzt sollte man nur noch Shelljumps können. Ist ein blöder Winkel. Ah, come on. Rückwärts hasse ich sowieso wie die Pest. Bin ich zu nah an der Wand dran? Er quält mich. Er quält mich jetzt schon. Das war hässlich ohne Ende, aber manchmal muss es so sein. Kaizo ist nicht immer schön. Green Blocks, grüne Blöcke, sind nur durch Wurfblöcke zerstörbar. Aha. Ach, der soll mir das zurückkicken. Ich verstehe. Kann ich das timen? Ich kann es timen. Yippie. Wie lang ist dieses Tutorial? Kommen jetzt gleich die Credits? Ich habe das Gefühl. Schlüsselblöcke sind mit einem Key zu zerstören. Aha. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Man muss zwischendrin immer kurz den Sprungknopf drücken, sonst kommt man nicht weit genug.
Neißenstein. Die Musik gefällt mir jetzt schon, die ist aus Donkey Kong Country 2, ne? Wow. Was stand da üben überhaupt? Drüben? Ich konnte es gar nicht lesen. Rote P-Switches werden sich normalerweise wie blaue verhalten, aber sie sind nicht tragbar und können alles spawnen oder despawnen. Mit anderen Worten, man hat keine Ahnung, was passiert, wenn man die drückt. Okay. Batsch! Das ist nice. Der hat auch eine Leiste, aber eine rote. Viele Blöcke werden mit P-Switches interagieren. Diese gestrichelten Blöcke werden auftauchen, wenn der P-Switch aktiviert ist, und andersrum. Und die Mancher hier dann auch. Irgendwas in der Art, oder? Ich muss da rein, bevor ich den P-Switch aktiviere. Juhu! Mole-Unterstützung? Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass die Plattform so schnell weggeht. Dusel. Oh yes, unter Wasser, bitte. Goldene Spikes sind fixiert. Und farbige werden mit dem P-Switch irgendwas machen. Mancher mit grünen Blättern sind ebenfalls fixiert. Und die mit den roten Blättern reagieren auf den P-Switch. Ach, die da bei der Röhre. Die gehen dann weg. Ich verstehe. Nein! Meine Unterwasser-Skills. Ich hoffe, es gibt nicht allzu viele Unterwasserräume in diesem Hack, ey. Ich meine, was gibt Schlimmeres als Wasser und Enge? Kannst du dir ja gleich ein Grab schaufeln. Und ein nasses noch dazu, ouch. Dieser Rippfanfisch ist äußerst ungünstig platziert. Darf ich das mal so festhalten? Aber man hat genug Zeit. Aber es ist ja auch das Tutorial. Da erwarte ich sowas. Diese komischen leuchtenden Dinger werden jeden Panzer in einen Disco-Shell verwandeln. Jetzt weiß ich schon, was mein liebster Sprite ist. Und das Zeug da unten, die lassen den Panzer in einem gekickten Status. Oh, guckt euch das an. Ist das nicht toll? No! Wer denkt sich sowas aus? Aber ich glaube, direkt aufsteigen ist hier das Beste. Vielleicht doch nicht? Ich meine, man hat ja nicht mal Platz, um irgendwas zu machen anschließend. Man kann nur links und rechts drücken. Hoch abspringen ist hier nicht erlaubt. Was normalerweise die einfachste Art ist, auf den Disco-Panzer draufzuspringen. Weit von oben auf ihn runterfallen. Ein bisschen Mitarbeit würde ich mich hier wünschen. Nicht immer zurück. Alter. Alter Schwede. Mit sowas kannst du mich halt auch jagen, ne? So, mit sowas kannst du mich jagen. Ich komm nicht mal über den drüber. Er lässt mich nicht. Nein, jetzt lass mich endlich mal vorbei. Es ist so kurz, es ist so wenig und trotzdem beinahe unmöglich. Ich muss einmal die Balance finden auf dem Ding. Ja, wenn ich die Seite wechsle, wenn ich das nicht hinkriege, komme ich da nicht rüber. Oh Gott, er hat mich einfach wieder zurück an den Anfang. Ich glaub's nicht. Wieso folgt er mir nicht an der Stelle? Dann wäre alles in Ordnung. Danke. Okay. Siehste, kein Disco-Panzer mehr, schon funktioniert's. Lotuspflanzen werden nicht spucken, wenn sie auf diesen komischen Blöcken sitzen. Oh, das finde ich cool. Wo müssen wir hin? Da hinten? Oh. Ich glaube, ich habe gepennt. Ja, muss mich ein bisschen mehr beeilen. Das Zeug ist im Weg. Nice. Yoshi! Goldene Netze werden Yoshi killen. Ich glaube, hier muss man mal kurz weggucken, wenn man Yoshi-Freund ist. Warte, was ist hier überhaupt mein Job? Der kommt hier rüber. Ach so, aber ich darf die Plattform nicht. Aha. Nein! Da hat er. Da. Typisch Yoshi. Ja, das ist so ein typischer Yoshi-Move. Wie er zerplatzt. Das ist schon toll. Das ist schon toll, wie Yoshi zerplatzt. Selbst wenn er an der Ferse berührt wird. Keine Abpipe, danke.
Es ist immer noch nicht vorbei. Diese komischen Kreise können alles triggern. Also sind quasi wie die roten P-Switch-Dinger, nur anders. Chuck Mitarbeit. Hui. Sie können wirklich alles spawnen. Alles klar, ich hab's verstanden. Ich guck halt nie drauf, ne? Man kann das beeinflussen, ob die mitspringen oder nicht. Aber ich mach das meistens einfach so. Nach gut Glück. Warte, ich brauch da drüben noch so einen Wurfblock. Wie kriege ich denn den mit? Achso, der Chuck kann mir das auch öffnen. Boah, ist das eng. So wird das später die ganze Zeit sein, ne? Warum? Manchmal kann ich es mir auch nicht erklären. Wer liebt sie nicht? Chuck Gates. Ein Überbleibsel aus den ganz frühen Kaizo-Tagen. Okay, und jetzt nochmal Chuck. Cool. Ah, ich hab's geschafft. Ich bin durchs Tutorial durch. Das sind die Non-Vanilla-Sachen, die am meisten vorkommen. Also nicht alle, die du in diesem Hack antreffen wirst. Enjoy. Ich kann zur Seite raus. Dann würde ich mal sagen, bin ich optimal vorbereitet. Ich starte den Timer. Und dann geht's los. Normal Game. Zu zweit, das ist ja auch witzig. Kann man sich gegenseitig umbringen. Du kannst die Räume in jeder beliebigen Reihenfolge spielen. Jeden achten Raum gibt's einen Boss. Und mit Start und Select kannst du das Level verlassen. Good luck. Ja, ich habe, als der Hack rauskam, 2018 war das, glaube ich, mal irgendwann ein paar Räume gesehen. Aber die Erinnerung ist sehr, sehr schwach. Und es hilft einem, glaube ich, auch nicht viel, wenn man die nur gesehen hat. Ja, sie sind alle begehbar. 96 wunderschöne One-Screen-Räume. Alter, ist das heftig. Guckt euch das mal an. Aber ich würde mal sagen, wir spielen sie der Reihenfolge nach, oder? Ich habe auch ein bisschen die Hoffnung, dass er mich nicht direkt mit dem ersten Raum zerstören möchte. Auf geht's. Und die haben immer so ein cooles kleines Intro. Raum 1 hat irgendwas mit Sägen zu tun. Das ist schon die beste Gelegenheit, um mal kurz zu pausieren. Meistens werde ich es aber sowieso nicht checken und muss einfach mal machen. Das ist meine Art, an Puzzles ranzugehen. Mhm. Dieser P-Switch lässt irgendwo Blöcke erscheinen, da wo es jetzt gestrichelt ist. Und sonst? Passiert noch was Cooles? Muss ich hier drin? Ah! Oh, ich muss den Block unter der Röhre irgendwie aktivieren. Mit Hilfe des Podobos? Das stelle ich mir irgendwie sehr ungemütlich vor. Und ich muss das irgendwie mit der Säge timen. Das ist aber toll, dass man da nur einen Block breit Platz hat, um reinzukommen und oben manche sind. Musik passt schon mal. Sehr episch. Komme ich vor der durch? Das ist nicht schlecht. Es ist so eng. Man kann nicht mal einen ordentlichen Spinjump performen. Das triggert mich jetzt schon, ne? Einfach diese Enge. Ich finde das fast unerträglich. Aber da muss ich jetzt durch. Ups. Ich darf den Block natürlich nur einmal berühren. Aber dann... Okay, dann muss ich es noch schaffen, da oben durchzugehen, bevor der P-Switch ausläuft. Alles klar. Klingt machbar. Auf dem Blatt Papier. Die Säge zu surfen, das sollte man drauf haben. Das Schwierige ist nur, wenn sie in die Kurve geht, weil die geht ja dann instant da durch und genau die gleiche Bewegung kann man mit Mario nicht nachmachen. Okay. Habe ich so viel Zeit, auf die Säge zu warten? Yo! Das war's. Er hat mich tatsächlich nicht zerstört mit dem ersten Raum. Das finde ich sehr, sehr nett. Ah, das ist sehr hübsch gemacht, ne?
Oh, ich freue mich schon drauf, wenn hier alles ausgeleuchtet ist am Ende. Raum Nummer 2. Worum geht's hier? Um Buhus? Oh, es ist ein Schlangenblock. Kann man hier schon irgendwas erkennen? Ich weiß nicht. Ah, da kommt noch ein zweiter, den habe ich gar nicht gesehen. Da kommt noch ein zweiter Buhu. Und ein dritter. Irgendwie so. Ich will auf jeden Fall zu dem P-Switch. Und dafür muss ich den Panzer benutzen. Ich könnte ihn auch rückwärts werfen. Nee, das macht keinen Sinn. Jetzt, wo ich hier an der Stelle bin, merke ich das. Okay. So. Die Geister, können die mal irgendwie weg da? Besonders der. Der hat sich ja mal super da positioniert. Wolkenspaß! Das Ding steuert sich halt, ne? Das steuert sich. Wow! Der hat Spaß gemacht. Wann kommt der Erste, der mich richtig niedermacht, ne? Der zum Beispiel? Pufferfisch? Pufferfisch ist immer schlimm. Achso, das sind falschrumme Wolken. Pufferfisch und Delfine. Muss ich etwa das hier machen? Das muss ich nicht wirklich machen, oder? Es gibt fast nichts Schlimmeres, als einen Pufferfisch zu steuern. Ja, es kommt Fishing Boo reiten. Ist das Einfachste. Dann kommt Disco Panzer. Und dann Pufferfisch. Weil das Vieh... Das macht normalerweise überhaupt nicht mit. Was ist denn das hier? Was soll das werden? Wenn es fertig ist. Den Panzer da gegen den Block? Moment. Ach, da ist eine Ranke. Da ist eine Ranke drin. Das heißt, ich will da lang. Da ist ja auch das Schlüsselloch. Nur der Schlüssel ist sehr weit weg. Oh mein Gott. Seht ihr das? Weil der Pufferfisch... Ich habe keine Ahnung, wie der auf einen Mario reagiert. Man kann es nicht voraussagen. Es ist übelst schwer. Und seine Hitbox ist nur da, wo die Stacheln sind. Und wenn er sich dann umdreht, dann sind die halt instant weg und man fällt an ihm vorbei. Wie sind das gedacht? Nee, so kann es nicht funktionieren, ne? Ich muss zusammen mit dem Panzer da durch. Weil ich muss ihn nochmal auffangen oben. Habt ihr es gesehen? Genau das habe ich gemeint. Weil da, wo die Augen sind, da ist halt keine Hitbox. Leider. Wisst ihr, ich habe ja schon ein bisschen das Gefühl, dass ich bisher mega Dusel hatte, dass ich da jetzt so gut durchgekommen bin. Nein! Der reagiert halt fast gar nicht, ne? Wenn man auf dem reitet, er reagiert fast gar nicht darauf, wenn man selber abbremst oder Gas gibt. Das muss einfach von Anfang an passen. Okay. Ich kann das irgendwie nicht visualisieren. Von dem rüber? Ich muss mal was ausprobieren. Nicht das. Ich wollte den Panzer eigentlich anstupsen und quasi dann nochmal auf ihn drauf springen. Die Frage ist nur, ob er dann weitergeht oder nicht. Oder ob er liegen bleibt. Das wird nichts. Die können einen ja auch erwischen, wenn sie von oben runterkommen. Dann canceln sie einen den Spin-Jump und man ist down. Hui! Das ist so gruselig. Aber es gibt Safe Spots. Das ist immer gut zu wissen. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, weil es dauert einen Moment, bis dieser Block
komplett von der Ranke überschrieben wird. Und ich war einfach zu schnell da. Dang it. No! Oh Gott, das ist so hart. Das ist so hart. Oh nö, come on. Muss ich vielleicht sogar direkt rüber? Während er hier angerauscht kommt? Ich habe keine Ahnung, wie ich von da hinten dann zu dem Schlüsselloch gelange, aber irgendwie ist es wahrscheinlich möglich. Da ist auch so ein komischer Spawning-Kreis dahinter, das heißt, es kann irgendwas Tolles passieren, wenn ich den berühre. Boah, Alter. Das war super knapp. Man darf da wirklich nur so Mini-Bewegungen machen, wenn man korrigieren will. Ich wollte ihn nicht in die Hand nehmen. Auf den Pufferfisch zu achten, verwirrt aber echt nur. Das muss man einfach komplett ignorieren. Ja, der Sprung hier ist heftig, finde ich. Ja, der ist so heftig, weil selbst wenn man ihn richtig macht und leicht vertimt, dann ist der Block da noch nicht weg. Und man kommt nicht durch. Das ist super fies. No! Das geht aber echt nicht enger da oben, oder? Es geht echt nicht enger. Ich habe so viel abgebremst, wie ich konnte. Mehr war nicht drin. Weil man fällt halt sonst direkt neben ihm ins Wasser. Habe ich nur das Gefühl oder machen die Delfine absichtlich langsamer manchmal? Ich musste abbremsen. Es ist hammerschwer, direkt diese richtige Geschwindigkeit zu erwischen. Weil man dann entweder vom ersten oder vom zweiten geklippt wird. Okay. Das ist echt am besten, man muss nicht korrigieren. Man kann korrigieren, aber in den meisten Fällen bringt es nichts. Wie bin wieder hängen geblieben. Ich hab's verschnallt. Ich habe mich so sehr darüber gefreut, dass ich den Sprung geschafft habe, dass ich vergessen habe, wie es weitergeht. Also der Raum ist jetzt... Der ist es. Der ist jetzt mal richtig schwierig. Und es ist erst Raum Nummer 3. Boah, das ist so gruselig, ne? Nein! Come on, wieso? Es ist, als ob mein Hirn nicht mehr in der Lage wäre, nach dem schwierigen Sprung noch irgendwas zu machen, ne? Ich muss mich da echt drauf konzentrieren. Pff. Warte, was hat sich denn da jetzt alles verändert? Das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Wie soll das denn funktionieren? Wie soll man denn an den 5 Delfinen vorbeikommen? Da braucht man definitiv eine höhere Geschwindigkeit als die hier. Weil da darfst du zwischendurch ja... Du musst mit einem durch. Ach du Schande. Ist der Fisch kurz aus dem Wasser raus? Habe ich das richtig gesehen? Fast hätte er angefangen, mich zu verfolgen. Ja, das meinte ich, als ich sagte, dass es nicht immer eine Hilfe ist, dieses Fragezeichen, Ausrufezeichen zu sehen. Was habe ich denn mit Fragezeichen? Normalerweise sind in Mario immer nur Fragezeichen. Und die habe ich gerade im Moment auch über dem Kopf, weil ich nicht weiß... Das habe ich überlebt? Wie denn? Weil ich im Moment nicht weiß, wie ich diese zweite Umrundung hier schaffen soll. Ah, was war das denn? Außerdem läuft ja der P-Switch. Ich muss da direkt rüber. Ich muss das direkt beim ersten Mal schaffen. Sobald der Fisch da ist, wenn der sich dazu bequemt hat, hier zurückzukommen. Oh. Nein. Oh.
So, latsch mir nicht über die Kante. Da wäre ich dir sehr dankbar für. Wie? Er kann nicht schneller. Der Pufferfisch kann nicht schneller. Ja, das ist seine Maximalgeschwindigkeit. Es ist mir ein Rätsel, wie man da drunter durchkommen soll. Was ist denn seine Maximalgeschwindigkeit? Das. Und die brauche ich auch. Alles andere funktioniert nicht. Oder soll ich einmal mehr warten? Nein! Wieso war er denn jetzt so langsam? Das ist ein Witz, Mann. Das, dieser Raum ist ein Witz. Ohne Witz. Wieso komme ich nicht vorwärts? Ah! Katastrophe. Wie? Einfach nur ein fettes Wie. Der P-Switch dauert schon relativ lange, ne? Oder der geht gar nicht los? Jetzt geht er los. Es sieht halt einfach unmöglich aus, ne? Wenn man sich das so anguckt. Es sieht aus, als wäre es unmöglich. Das ist so schwer. Ja, man muss super schnell sein, aber man darf auch nicht zu hektisch und zu panisch werden. Oh, come on! Sind alle Räume von jetzt an so? Wenn ja, weiß ich nicht, ob ich den Hack zu Ende spiele. Oh, oh. Oh, das ist das Ärgerlichste, wenn das passiert. Das ist so frustig. Das ist so frustig. Was, wenn ich ihm ein bisschen mehr Anlauf gebe? Oh mein Gott! Aber das ist keine schlechte Strategie. Ich stelle mich ein bisschen weiter rechts hin. Dadurch holt er hier ein bisschen mehr aus. Kriegt auch Topspeed instant. Und dann passt es auch besser mit den Delfinen. Das ist so gut, ne? Das ist so gut, aber ich... Ich kann mich einfach nicht auf dem Ding halten. Hat abgebremst, das wird nichts mehr. Vielleicht wird es auch mit mir nichts mehr und diesem Raum. Ich weiß nicht. Gefühlt könnte ich hier jetzt noch 2 Stunden sitzen und es immer noch nicht schaffen, weil es einfach so unwahrscheinlich ist, alle Tricks hintereinander hinzukriegen. Ja, hier an den Delfinen vorbei, dann oben das mit dem Panzer, ist super tight. Und dann nochmal an den Delfinen vorbei und dann ist es ja noch nicht zu Ende. Ich muss den Schlüssel noch irgendwie in das Schlüsselloch da bugsieren. Nochmal an den Delfinen vorbei. Ich habe echt überhaupt kein Gefühl dafür, ob das da oben reicht, ne? Immer noch nicht. Wie viel Zeit hatte ich noch? Vielleicht hätte ich mich gar nicht so beeilen müssen. Das wäre es fast gewesen. Das wäre es fast gewesen. Oh, what? Braver Pufferfisch, braver Pufferfisch! Man muss ihn auch ab und zu ein bisschen loben. Ja, dann macht er mit. Ah! Es ist so gruselig, da hängen zu bleiben. Okay. No! Ich hab gar nicht drauf geguckt, dass man da oben anstoßen kann. Aber ich bin so nah dran, ne? Ich bin so nah dran.
Lange kann mich das Level nicht mehr zurückhalten. Es wird geschehen. Ich werde es abschließen. Ob es ihm gefällt oder nicht. Beweg dich, Knolle. Oh Gott. Yes! Heiliges! Das war, keine Ahnung, ich will nicht übertreiben, aber schon ein bisschen das Schlimmste, was ich jemals machen musste. Ey, wenn alle Räume ab jetzt so sind. Was mache ich dann? Dann ist es halt ein 2-Jahres-Projekt. Wie lange habe ich dafür jetzt gebraucht? Bestimmt eine halbe Stunde, oder? Raum 4. Raum 4 wird super easy. Ich weiß es genau. Mit Sumo-Brüdern. Okidoki. Ach stimmt, das ist ja... Okay. Wenn man die Sumo-Brüder an so einer Kante platziert, dann laufen die davon runter. Sieht man in Super Mario World nie, weil sie halt eben nicht an Kanten platziert sind. Aber wenn sie es sind, dann tun sie es. Ich will nicht lügen, ich hatte eigentlich vor, so eine Reihe pro Part zu schaffen. Und das habe ich eigentlich immer noch vor. Nur jetzt werden die Parts wahrscheinlich ein bisschen länger. Kann der sich nicht mal ein bisschen beeilen hier? Ich meine, come on. Da. Irgendwoher kenne ich den Song. Und ich finde ihn mega. Was ich nicht so mega finde, ist die Matschbirne von diesem Sumo Brother, der gar nicht mal so mit mir zusammenarbeiten will. Einmal kann man jetzt schneller. Zu schnell. Ey! Okay. Mal kurz nachdenken. Ich hole die Lotuspflanze von da oben runter. Schießt das Ding hier... Oh. Schießt das da durch, oder? Ich brauche den anschließend nicht mehr. Das ist nur, um die andere Lotuspflanze aus dem Weg zu räumen. Oh, dieser Anfang. Klock. Darauf muss man achten. Eigentlich sollte man sich sofort umdrehen, nachdem man den Block gegriffen hat. Damit die nicht zusammenstoßen. Die Lotuspflanze und der Block. Einfach voll ausnutzen hier die Plattform und dann jump. Yikes! Das ist nie spaßig in so einer One-Tile-Gap. Nee, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich darf den Block erst im Fallen greifen. Also wenn Mario schon wieder nach unten geht. Sonst knallen die immer zusammen, logischerweise. Schneller! Hättest du mal nicht noch die Lippen aufspritzen lassen, wärst du jetzt nicht so behäbig. Wie kann es sein, dass das immer noch nicht reicht? Come on. Ich nutze die Plattform doch voll aus. Ja, jetzt. Natürlich. Aber wenn ich das richtig sehe, ist das die schwierigste Stelle von diesem Raum, oder? Ich habe irgendwie Hoffnung, dass danach nichts mehr Großes passiert, wenn ich einmal da hinten durchkomme. Das ist halt schon extrem hässlich, ne? Das meinte ich im Intro, als ich gesagt habe, hier werden so Tricks verlangt, die in einem normalen Level einfach krank wären. Die einfach Bullshit wären, sagen wir es, wie es ist. Aber hier ist halt die Entschuldigung, ja, der Raum ist kurz. Musste schon schaffen. Wie, was war das denn? Ich war ja schon drin. Mario hat sich nochmal umentschieden. Irgendwie kam da so ein komischer Geruch aus dem Loch.
Oh yeah, Baby. Seht ihr die Zahl da unten? Raum 4 von 96. 96 ist ja die Anzahl Exits, die Super Mario World hat. Wahrscheinlich ist er deswegen für 96 gegangen und hat nicht die 100 voll gemacht. Könnte ich mir vorstellen. So. Ey, wie empfindlich ist das Ding? Das ist ja mega empfindlich. Dass das nicht zählt, ist sehr belastend. Nein! Ich muss, aber ich sag's ja, ne? Ich muss präziser werden. Ich darf nicht so schlampig spielen und einfach mal auf gut Glück diese Sachen machen. Wie zum... Ich hab ihn. Und dann wirft er ihn nicht. Warum sollte er auch? Macht er ja nie. Ich glaube, der Sprung wird auch nicht einfach. Von der Lotuspflanze da unten rein. Das sieht nicht läppisch aus. Nein! Wieso ist es so schwer, dieses Ding zu greifen? Ey, das ist ja sowas von ätzend. Mario, ich würg dich, bis du blau anläufst, wenn du beim nächsten Mal nicht diesen Block wirfst. So, Mario, letzte Chance, ne? Du erinnerst dich. Ah, ich hab nicht getroffen. Ich hab gar nicht gesehen, wo der Block hin ist, ehrlich gesagt. Ich hab nur auf die Lotus-Saat geguckt, dass ich da nicht reinspringe. Wow, manchmal glitscht man da so durch. Also nicht Glitch im Sinne von Spielfehler, sondern man flutscht da halt so durch. Hilfe, Hilfe! Okay, der war schon mal beseitigt. Oh yes, es ist schwierig. Es ist schwierig, da reinzukommen. Dieser Winkel! Ah, man muss die Piranha-Pflanze, nicht Piranha-Pflanze, die Lotus-Pflanze halt wirklich ganz rechts erwischen, ne? Sonst hat man gar keine Chance. Seit ich ihn gewarnt habe, wirft er das Ding. Okay, die Lotuspflanze kann mich hier nicht erwischen. Ich hab's. Es war also wirklich nicht so schlimm. Der Raum war eigentlich recht easy, aber ich bin ein bisschen müde. Raum Nummer 5. Oh yes. Ein Steinbu. Was ist das? Und die Musik erinnert mich an Invictus. Die kommt da auch vorne in dem Karmic-Verfolgungslevel. Ursprünglich ist sie aus Ghost Trick. Was ist das jetzt hier? Hab ich schon versagt? Ist das das Ende? Der hört gar nicht mehr auf. Wieso? Ja, aber irgendwie muss ich das wohl machen hier. Ich will den nicht ganz so weit runterlocken anfangs. Ein bisschen von dem Spike weg, aber nicht so weit runter. Müsst ihr denn nicht eigentlich auf Spinjumps reagieren? Die normalen Buhus tun's. Oh oh. Ja. Auch hier, ich meine, das sind die Mario Maker Spikes, ne? Und scheinbar hat man sich sogar die Mühe gemacht, beim Coden die Mario Maker Hitboxen gleich mit ins Spiel zu bringen. Nicht so weit runter, Mann. Hier unten kann ich doch nichts mehr machen. Das Level sieht schon wieder grauenhaft aus. Ich sag's, wie es ist. Ich meine, was ist das da drüben? Will ich das überhaupt wissen? Ich komm nicht mal hier vorbei. Vielleicht sollte ich eine Pause einlegen. Und vor allem, wovor ich viel mehr Angst habe, muss ich das jetzt jedes Mal machen? Wenn ich hier hoch will? Achso, warte mal, kann ich da stehen? Oh. Habe ich gar nicht gesehen. Stopp. Es sieht irgendwie so gar nicht danach aus, als könnte man da durch. Und wofür ist das hier gut? Fragen über Fragen.
Yep, auf die kann man nicht spinjumpen. Man kann auf den vordersten spinjumpen. Aber weil sich der Rest so überlappt, funktioniert das nicht. Wow. Da hab ich übelst Bock drauf jetzt, das jedes Mal zu machen. Das ist so viel Spaß. So viel Spaß. Kann ich das hier nochmal machen von vorhin? Ist nämlich gar nicht schlecht, ne? Dann bewegt er sich so viel. Eigentlich muss ich ihn nur bis hier hinkriegen. Und dann kann ich da absetzen. Wie soll man da durchkommen? Da ist literally überhaupt kein Platz. Ist das wirklich das, was ich machen muss? Und dann, selbst wenn ich da durchkomme, ist unten noch ein Dritter, der mich garantiert abfängt. Und die verschieben sich auch ständig. Es gibt kein festes Pattern. Oh mein Gott. So, was mache ich mit dem Ding? Ich muss... Ich glaube, ich kann das Trampolin dort unter mich stellen, bei dem roten P-Switch. Den quasi aktivieren und im Fallen aufs Trampolin. So, Achtung. Warte, unten ist nicht offen. Kannst du nicht drauf gucken. Im Ernst, du bräuchtest drei Augen. Und dann auch noch welche, mit denen du in unterschiedliche Richtungen gucken kannst, gleichzeitig. Oh. Das hätte aber sowohl in die als auch in die andere Richtung nicht funktioniert, ne? Weil dieser komische rote Block, für den es wirklich keine andere Verwendung gibt, als dass der Panzer da durchgeht, um einen zu ärgern. Oh no. Was für ein Krampf. Aber es ist nicht ganz so ein großer Krampf wie mit dem Pufferfisch. Das ist Absicht, oder? Dass das nicht funktioniert. Das ist absichtlich so gemacht. Aber... Dang it. Was ist denn dann die beabsichtigte Lösung? Warte, war das der Bu? Der Bu ist über mich geflogen und an dem habe ich mich angestoßen. Das darf nicht wahr sein. Das ist nichts, aber ich komme immer wieder in diese Position. So ist eigentlich perfekt, ne? Yep. Sehr schöne Mitarbeit hier vom Bu. Wow. Komplett desynchronisiert. Ich verstehe nicht wirklich, wie man das machen soll, wenn es nicht das ist, was ich probiert habe. Vom Trampolin abspringen mit anschließendem Shelljump. Ich muss irgendwie das Timing variieren, aber wie? Das Trampolin erst nach oben schmeißen und dann den Schalter aktivieren? Aber dann ist es mir ja eigentlich im Weg. Weil das Trampolin in Mario World ist ja fest. Man kann durch das nicht gut durchspringen. Wie beim ersten Mal einfach immer diese Buhu-Schlange da unten ist. Das ist so schlimm. Jetzt funktioniert das noch nicht mal mehr. Bleib einfach stehen. Dankeschön. Irgendwie so, aber hallo. Die Frage ist halt, wenn ich das Trampolin weit genug oben treffe.
Schaffe ich es dann mit Panzer daraus? Ich glaube nämlich, ja, ich brauche den Panzer anschließend sowieso nochmal. Ich kann den da nicht aufgeben durch einen Shelljump. Vielleicht will er mir das ja sagen mit dem roten Block da. Ist er gerade rückwärts geflogen? Jetzt will er mich aber trollen, oder? Ey, es gibt nichts Schlimmeres in Super Mario World, als mit Gegnern zusammenarbeiten zu müssen. Egal welcher. Dass es der Pufferfisch ist, der Disco-Panzer, dieser Steinbu, Delfine, egal was. Ja, der Kicking Koopa. Wenn du mit denen zusammenarbeiten musst, es gibt nichts Schlimmeres. Weil sie einfach nicht dafür gemacht sind. Es sind nun mal Gegner und keine Helfer. Wieso fliegt der jetzt wieder so weit? Man weiß es nicht. Es ist ein Rätsel und es wird wahrscheinlich auch für immer eins bleiben. Ja, hier unten krampfe ich mir eins ab, damit er 2 Millimeter nach vorne geht. Und da oben legt er dann auf einmal den Afterburner ein. Why? Nein, das war so schlecht, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Nicht so tief. Ich muss mal versuchen. Okay, das ist eine gute Idee. Der Bu ist eingeklemmt. Mich umzudrehen, damit mich das Trampolin quasi nicht rausdrücken kann, sondern gegen die Wand. Okay, mal angenommen, ich wäre hier oben mit Panzer, dann wäre ich jetzt noch unter Zeitdruck und muss irgendwie... Muss ich das machen? Yes, das funktioniert. Ah, nein, warte, ich kann das hier machen. Also quasi... auf den Panzer nochmal absetzen und dann runter. Das sollte einfacher sein, weil ich dann nochmal meine Fallgeschwindigkeit verringere dadurch. Trotzdem muss ich irgendwie darüber. Zu dem Schlüsselloch. Ich meine, der Schlüssel ist wahrscheinlich im Fragezeichenblock. Ja, das ist dann so ein komischer Shelljump. Oh Gott, ey. Kann das Level bitte einfach enden? Jedes Mal hier zu warten, bis das da unten zusammenpasst mit dem dritten. Das ist doch reine Schikane. Okay. Oh Gott. Das ist so ein hässlicher Shelljump. Die kann ich gar nicht. Ne, nicht, wo man nicht aus voller Sprunghöhe das macht. Die habe ich noch nicht oft gemacht. Das ist wieder der Cycle, wo ich nicht los kann. Es kommt darauf an, wie lange ich brauche, ne, mit dem Steinblock-U am Anfang. Nein! Wieso ist es so schwer, dieses Timing zu treffen, Mann? Es ist so schwer, weil es so schnell passiert. Oh, dieser Buhu geht mir so dermaßen auf den Schnürsenkel. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wieso fliegt der denn immer so weit, Mann? Da unten kann ich den überhaupt nicht gebrauchen. Oh Gott, beweg dich doch einfach, bitte. Beweg dich doch einfach. Das ist nicht zu fassen. Das war stressig. Diese kurze Passage da mit dem Steinbu-Block am Anfang, ey, die hat an den Nerven gezerrt. Weil der eigentliche Teil des Levels kam ja erst danach, das eigentlich Schwierige. Raum 6. Worum geht es denn hier? Bisher ist die Musik 1A, ne? Die hält einen wirklich bei der Stange. Ich bin tot! Direkt mal Double Shell Jump. Okay, das ist nicht so schlimm. Ach so, da kann man nicht stehen.
Das ist Hot Fire oder irgend sowas. Au. Mhm. Ich schätze mal, mein Ziel ist es, irgendwie auf den Spiny da unten zu kommen. Was kommt denn da alles angeflogen? Ich war am Gucken! Ich muss mit dem Panzer da rüber. Lel. Eigentlich sollte man wirklich jedes Mal, wenn man einen roten P-Switch aktiviert, Pause drücken, weil dann passieren Dinge, die kannst du nicht vorhersehen. Es ist unmöglich. Zum Beispiel, dass der jetzt da noch eine extra Runde dreht. Das war auch nicht vorherzusehen. Boink. Okay. Oh, dieser Manta ist so tief, Mann. Und ich will doch so früh auf die Knochenplattform, oder? So früh wie möglich. Okay, er dreht immer eine extra Runde. Oder zumindest meistens. Muss ich mich drauf einstellen. Ja. Wie genau stellt man sich das vor? Man muss einfach super schnell sein, oder? Also für mich ist das schon ein Puzzle-Hack. Wie viel man hier rätseln muss, wie die Räume funktionieren und gedacht sind. Ah! Oder stupse ich den an, land dann nochmal auf der Knochenbahn zwischen und hoffe, dass der rechtzeitig zurückkommt? Oh oh. Warum tut er das? Das ist echt der Obertroll. Vor allem lässt er sich beim um die Kanten gehen so viel Zeit, ne? Ich denke, das könnte funktionieren. Aber die Knochenbahn ist sehr, sehr früh weg. Ich muss wohl doch ein bisschen knapper an dem Mancha vorbei, als es mir lieb ist. Wow! Ist es das aber schon? Ich sehe nicht, was mich dann noch davon abhält, durch diese Tür zu gehen. Hätte ich irgendwie nichts gegen. Mal so ein Chillraum zwischendurch. Das war natürlich optimal, das wollte ich gar nicht. Das war zu optimal, das ist nicht gut. Weil das passt ja vom Timing nicht. Ich muss weniger gut sein. Kriege ich das überhaupt hin? Ah, das wäre perfekt gewesen. Wenn ich den erwischt hätte, hätte auf jeden Fall gereicht. Oh. Ich vergesse zwischendurch irgendwie immer, dass man das nicht berühren darf da. Es sieht auch nicht danach aus für mich persönlich. Klar, es ist irgendwie glühendes Holz oder sowas, aber es fügt sich sehr, sehr gut in die Umgebung ein und wirkt unscheinbar. Muss, kann der, will der jetzt vielleicht einfach mal seinen Stachel aus der Tasche nehmen und sich da rumbequemen. Danke. Au. Diesmal nicht. Diesmal macht er keine extra Runde. Aber das mit der Plattform passt trotzdem. Das finde ich irgendwie cool. Das war's echt, oder? Also bisher ist die Schwierigkeitskurve irgendwie so total over the place. Man weiß, man hat keine Ahnung, was einem in dem nächsten Raum erwartet. Room 7. Was mit Sägen? Und Unterhosen. Das hat man mir nicht gesagt. Schlechte Hitbox. Hab sie zu tief getroffen. Achso, die kommt da oben nochmal raus. Ja, ich habe die Schienen nicht gesehen. Au. Ich bin ja am Ausgang, wenn ich das richtig sehe. Ich muss nur einen Weg finden, diese Mancha loszuwerden. Der rote P-Switch da unten.
Die fährt da weg. Oh. Ist Wahnsinn, ne? Auf wie wenig Dinge man achten kann, während man spielt. Das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht wahrgenommen, dass da oben so eine Kugel ist, die man freisetzen kann. Ich glaube, das will ich. Ah, es ist so eng. Es ist so eng. Claustrophobia. Ich nehme das einfach mal so hin, ne? Ich glaube, ich muss mich drauf einstellen. Einfach jedes Mal, wenn man einen roten P-Switch aktiviert, ist man anschließend tot. Ich meine, was willst du machen? Das heißt, ich muss da nochmal... Da kommt irgendwas an! Also die zwei, die gehen irgendwie weg. Und mit der einen, die umkehrt, muss ich dann zu der Röhre hier zurück. Ich will nicht lügen, das sah sehr schlimm aus, was man da machen muss. Vor allem, wie willst du das denn timen? Das ist ja übelst schwer. Das guckt da so wenig raus, das Ding. Das guckt da vielleicht so viel raus. Wisst ihr, wie viel dann die Hitbox rausguckt? Gar nicht. So gut wie gar nicht. Fast die Balance verloren schon wieder. Ich bin angeeckt. Man muss hier kurz warten. Wäre es vielleicht besser, ich komme da auf sie drauf, wo sie auf der Schiene landet. Aber dann bin ich, glaube ich, zu langsam. Oh, danke. Unterhose. Für das Canceln meines Spinjumps. Ich weiß, ich habe keinen Anhaltspunkt, ne? Es gibt keinen Anhaltspunkt, wann man los muss. Man muss es einfach abschätzen können. Und das ist wahnsinnig hart. Yes! Holy moly! Das Level war eigentlich voll in Ordnung, weil man hatte ein bisschen mehr Platz. Man durfte sich freier bewegen als in denen davor. Ja, jetzt machen wir den auch noch, oder? Room 8. Eine sich drehende Plattform. Spikes. Spikes in everyone's business. Die Ausgangsröhre ist da oben. Oh. I see. Ich gehe von dort auf den P-Switch. Und dann... Lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen, oder? Der Sprung ist hart. Da hat man wirklich nicht viel Zeit und nicht viel Platz. Uff. Aber er hat extra eine Münze hingemacht, damit man auch weiß, was man zu tun hat. So, P-Switch-Timer läuft. Wär's das fast schon gewesen? Ich muss allerdings auf den unteren Fassi zuerst nochmal, weil der obere ist zu weit weg. Krieg ich jetzt bestimmt 10.000 Versuche lang nicht mehr hin. Oh, da brauche ich einen besseren Zeitpunkt. Aua. Aber so schlimm, wie es ausgesehen hat im ersten Moment, ist das Level gar nicht, ne? Weil halt alles voller Spikes ist, aber es kommt auch immer drauf an, wo die Spikes sind. Ja, da muss ich durch. Auf jeden Fall. Nice. Ach stimmt, alle 8 Räume kommt ein Boss. Es ist ein Wendy-Fight.
Und was für ein wunderschöner noch dazu. Guckt euch an, wie sie sich versteckt. Die alle. Die alle? Die alte. So, jetzt aber. Und beim dritten Mal muss ich dann dahin, wo die Zauber sind. Easy peasy. Ah, das ist cool. Da freut man sich dann immer drauf, dass man nach den 8 Räumen jeweils einen Boss bekommt. Hoffentlich sind die einigermaßen erträglich. So wie der jetzt gerade. Tja, Leute, Reihe 1 ist abgeschlossen. Aber viele, viele, viele werden folgen. Ich weiß noch nicht, wie regelmäßig ich Parts hiervon bringen werde, weil ich finde es anstrengend. Ja, es macht Laune, weil es halt super kreativ ist und bisher auch mega abwechslungsreich. Dafür, dass wirklich so wenig Platz vorhanden war, um Sachen zu bauen. Aber es ist anstrengend. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch unterhalten hat, dann lasst mir ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.